Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier beim Trader Life Simulator 2. Es ist schon unmöglich mit den Entwicklern. Da haben sie angekündigt, dass die am 6. Januar ein Update bringen. Und was machen sie? Sie bringen es bereits am 1. oder am 2. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall werden wir jetzt erstmal in den Laden fahren, ganz klar. So, schön einparken. Wunderbar. Und dann einmal hier rein. So, ich habe hier schon mal wieder ein bisschen aufgefüllt. Obstkisten, die jetzt zu viel waren, habe ich da unten reingestellt. Dann sind sie direkt mit dabei. Ich habe das Fleisch aufgefüllt, wollte ich gerade sagen. Und schon fehlt wieder was. Frechheit. Und hier Getränke habe ich noch ein bisschen aufgefüllt. Ich habe das Eis aufgefüllt. Habe hier noch ein bisschen nachgebessert. Bei den Knappersachen hier habe ich nachgebessert. Hier habe ich jetzt noch nichts gemacht und da hinten habe ich auch noch nicht wirklich was gemacht. Ich habe nur die CDs, die hier standen, habe ich jetzt dahingestellt und habe die Speaker hier rein. Also es gibt zweierlei Speaker. Das eine sind diese Dinger hier, die nennen sich Speaker und die nennen sich Speakers. Also die haben noch ein S mit hinten dran. Gut, was soll man machen? Gut, wir haben die CDs, die wollen wir heute noch verräumen, ganz kurz. Ich denke mal, dass die... Nee, das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Ist es denen die Ernst, dass die tatsächlich die CDs so riesig machen, dass die Proportion ist ja voll übelst? Warte mal, die können wir da nicht hinstellen. Ich stelle die jetzt bloß mal weg. So, okay, mache ich die da vielleicht, ich weiß es nicht, dass ich hier nochmal zwei solche Tische hinstelle, das wäre glaube ich eine Möglichkeit, ne? Oh, das schaut so krumm aus alles, es schaut ekelhaft krumm aus, aber gut, was will man machen, ne, was? Okay, das haut nicht. Nee. Das geht nicht. Ich muss das irgendwie hier an die Fliesen. Wenn ich jetzt halt mal schaue auf das Muster, müsste das eigentlich ganz okay sein. Und von da, wenn ich schaue, bin ich zu weit vorne. Von wo stelle ich dich hin? So, hier sehe ich es auf jeden Fall ein wenig besser. Weil ich ein wenig näher dran bin. Ich denke, hier ist ganz gut, oder? Ja, das passt schon. Ist heftig, ich wusste nicht, dass die Dinge so groß sind. Ey. Das ist im Shop. Ja, im Shop und dann hier bei mir in der Auslage. Das sind zwei vollkommen unterschiedliche... Ist egal, ist ein bisschen versetzt, aber ist wurscht. Sind es zwei komplett unterschiedliche Größen. Ne? Ich kann das noch nicht einmal da reinstellen. Also ich kann die im Grunde, wenn dann bloß da oben irgendwie platzieren. Das könnte ich machen, dass ich sage, okay, auf den einen Tisch dann eben die hier. Die Einser und keine Ahnung, vielleicht stelle ich sie auch nebeneinander. Ja, ich meine, im Grunde kann ich schon machen. Hier die Einser. Jawohl, wir haben dreierlei CDs. Wir haben CD 1, 2 und 3. Das heißt, ich könnte dann die CD 1 einfach hier drunter stellen, wenn das Regal voll ist. So, weil wir brauchen ja noch mehr Platz, ne? Es kommen ja noch Spielsachen und so weiter dazu. So, dann haben wir die CD Nummer 2. Die, ja, gut, anders ausschaut, zum Glück. Ich habe jetzt schon gedacht, weil wenn es dir da unten wieder in die Hand schaust... Da sehen die nämlich schon wieder ganz anders aus. So, dann machen wir hier welche hin. Und 5, so. Du kommst unten drunter. Ein bisschen näher, den Karton. So. Und hier stellen wir dann die Nummer 3 hin. Keine Ahnung, was... eventuell noch daneben kommen könnte. Vielleicht gibt es ja noch irgendwas Kleines. Da könnte ich zum Beispiel die anderen Speaker draufstellen.
die kleinen Runden, dass die da unten nicht so in dem Schrank verschwinden. Das wäre eine Möglichkeit. So. Du noch damit daneben. Und dann passt es doch schon mal. Genau, und die Speaker, die hier unten drin sind, die könnten wir hier raus tun. Ich will nicht das Shelf. Ich will den Speaker. Ja, genau den. Weil man kommt da eh schon so bescheiden hin. Dann können wir die da oben herstellen. Hast du irgendeinen vorne oder hinten oder wie? Nee, ne? Ah, und schon ist die erste CD weg. Wunderbar. Schauen wir doch gleich einmal rein. $12. Ich weiß jetzt nicht, was ich gezahlt habe, aber ich glaube irgendwas um die 25. Kann das sein? Naja, gut. Aber die Entwickler haben ja noch einiges vor. Also, das Spielzeug kommt ja demnächst noch. Angekündigt ist es, glaube ich, irgendwie schon für den Januar. Aber später halt erst. Na gut, wir fahren mal mit unserem tollen Spritzschlucker nach dort hinten zu den Shops und schauen mal. Ich habe jetzt 17.000 einstecken. Ich habe 17.000 einsteckend, weil ich einfach jetzt die letzten 5 oder 6 Tage das wirklich immer so gemacht habe, wie ich es gesagt habe. Ich bin hingefahren, habe dann Sachen eingekauft, als es dann 10 war und ich habe mein Geld bekommen, habe ich gespeichert, neu geladen und bin dann wieder rein in den Laden, habe dann angefangen, die Sachen zu verräumen, die ich gekauft habe. Und wenn es dann 10 war, bin ich dann natürlich wieder zurück. Und ja, und so weiter. Und so konnte ich dann quasi das Ganze schön überbrücken. Habe immer diese 3-4 Stunden gehabt zum Auspacken und so. Und dann hat es gepasst. So. Aber was die Entwickler gemacht haben, was sie eigentlich für den 6. angekündigt haben, das ist der Decoration Shop. Der ist tatsächlich offen. Und zwar ist es ja hauptsächlich dafür gedacht, dass man im Außenbereich zum Beispiel Bänke hinstellt. Das schaut aus wie Kinderbänke. Also die sind proportional irgendwie mini. Das kann aber jetzt auch sein, weil es halt hier wieder der Laden ist. Ne? Das, keine Ahnung. So eine Lampe kostet tatsächlich $900. Oder 800 oder halt die kleineren dann wahrscheinlich weniger. 600, 500, 700. Okay, es sind einfach unterschiedliche Lampen, unterschiedliche Bänke. Und natürlich dann auch die Frage ist, wie werden die ausschauen, wenn ich sie aufbaue? Das gefällt mir mit dem Marmor eigentlich nicht einmal so schlecht. Das soll wahrscheinlich auch eine Bank sein. Das ist anscheinend so eine Doppelbank. Ich habe auf jeden Fall eine Idee gehabt, die ich gerne mal ausprobieren würde. Von daher denke ich, dass ja gerade das Ding hier gut ist. Deswegen nehme ich da jetzt auf jeden Fall mal 2 Stück mit, weil ich das ja erst einmal testen will. Wie groß bist du jetzt? Okay, du bist schon so groß wie das Original. Der Drehpunkt ist da, okay. Alles klar, so bänkemäßig. Ach, die kann ich ja hier eh nicht kaufen, die sind ja bloß Deko. Bänkemäßig. Ich meine, so schlecht schauen die alle nicht aus, also das passt schon. Aber die hier finde ich jetzt eigentlich noch mit am okaysten. Okay, und da passt auch die Größe. Sondern würde ich gerne mal eine von den Lampen mitnehmen. Allerdings nicht die zu hohen. So eine einfache Funzel würde mir eigentlich schon reichen. 500, 600. Ich möchte die da ausprobieren. Die ist günstig. Die testen wir mal. Wie groß bist du? Ja, das ist schon auch eine Originalgröße, ja. Okay. Jetzt habe ich wieder Deko-Zeug gekauft, ne? Und muss das dann wieder alles rausschmeißen, wenn ich das Zeug jetzt kaufe. Na gut. Dann stellen wir halt einmal ein paar Sachen daher. So.
Schauen wir mal. Jetzt haben wir diese ewig großen CDs. Die schauen schon kleiner aus, oder? Oder bilde ich mir das ein? Es könnte jetzt aber auch sein, weil das halt hier so in dem Regal steht, ne? Wir haben die zwei, haben wir schon. Die da würde fehlen. Jetzt weiß ich natürlich nicht. 4000. Wir hätten hier zwei PCs. Wir könnten tatsächlich mal zwei PCs kaufen. Und zwar den PC 1 und den PC 2 kaufen wir jetzt mal. Wir haben immer noch 7000. Wir könnten sogar noch die zwei Laptops kaufen, ne? Mach mal, komm. Ich bin jetzt halt einfach mal so. Ich hau jetzt halt mal das Geld direkt raus. Ha! Schön erwischt. So. Brauche ich nicht so viel Platz, aber wahrscheinlich werden die Computer recht groß sein, ne? Also, ganz ehrlich, ne? Da ist der Karton für die Ventilatoren ist da größer und da sollen 5 PCs drin sein? Also, ich weiß ja nicht, ne? Na gut. Achso, mit T. Und nochmal. So. Hui. Möchte mal hinterschauen. Habe ich wirklich alles noch da? Ja. Ich traue den Autos manchmal nicht. Mir ist es einmal passiert, dass ich wirklich losgefahren bin und war guter Hoffnung und dann war die Hälfte von den Paketen in der Luft gehangen. Wie gut, dass es hier keinen Gegenverkehr gibt. Die wollen anscheinend das auch so programmieren, dass wenn man einkauft, dass man dann sieht, was man für einen Bestand hat. Allerdings habe ich auch gelesen, dass es da aktuell zu Frame-Problemen kommt, weil es einfach dann zu viel wird und die das im Grunde nochmal überarbeiten. Also und die wollen das nicht einführen, wenn es da zu größeren Frame-Problems kommt. So, jetzt haben wir hier so eine Straßenlaterne. Boah. Jo, weiß ich nicht, ne? Ich stelle die jetzt einfach mal dahin. Erst. Zack. So, das, was ich eigentlich ausprobieren wollte, wäre jetzt halt mal hier gewesen, weil hier kann eh kein Auto parken. So, dass man die Bänke mal da. Die stehen immer an den Säulen dran, okay. Dass man die hier so hinstellt. Ich meine, eigentlich ist die Deko für außen total irrelevant. Aber ich wollte es halt jetzt einfach mal sehen. Ne? Musst du das machen hier? Da könnte man zum Beispiel trotzdem nochmal Pflanzen dazwischen stellen. Oder halt dann Kopf an Kopf. Ne? Ja. Und damit hatte ich jetzt eigentlich vor, Parkplätze anzureißen. Also wenn man jetzt hier reinfährt mit dem Auto, dann hat man hier so seine Möglichkeit des Hinstellens, des Abstellens des Fahrzeugs. Und dass man das dann im Grunde hier so ein kleines bisschen mit diesen, ja eigentlich Bänken, ich bin schon wirklich ein Millimeter-Fuchser hier, ne? Ja, komm, lass. So, dann hätte man da einen Parkplatz. Dann kann man sagen, okay, zwei solche Mauern für einen Parkplatz. Weil wenn ich jetzt sehe, wie das Auto da steht, sind zwei Stück auf jeden Fall optimal. Und dann könnte man die Lampe zum Beispiel hier vorne dran stellen. Ich müsste jetzt schon mal gucken, dass du auch gerade bist. Das sieht man halt nicht, ne? So, und die dann im Grunde hier immer so bei den Bänken hinstellt. Ja, ist jetzt ein wenig krumm. Und hier zum Beispiel nochmal eine Pflanze dazwischen. Die kann ich ja nicht wegnehmen. Aber wir könnten von innen mal eine große Pflanze holen. Da hatte ich zum Beispiel... Komm her. Ja, so ungefähr, dass es halt passt. Jo. Kann man machen, ne? Doch, das geht schon. Ich meine, irgendwann hast du so viel Geld, dass du
nicht mehr weißt, wohin damit, das ist auch klar. Und dann kann man sich hier austoben mit Deko. So. Die Computerchen, die werden wahrscheinlich groß sein. Jetzt einfach nur mal vermutet. Gaming-Laptops. Gaming-Laptops. Schauen wir mal. Wir stellen das jetzt mal erst dahin. Und dann schnappen wir uns mal einen. Vielleicht den Einser zuerst. Vielleicht den Einser zuerst mal, dass wir sehen, wie groß der ist. Okay, das ist eigentlich... Okay. Okay, das ist okay. So, wir haben dann da drüben den Ventilatortisch. Da müssen wir natürlich dann ein wenig anders dekorieren. So. Wie viele von den PCs würden wir hinbekommen? Eigentlich würde es ja reichen, wenn ich immer nur zwei hinstelle, ne? Weil man hat eh nicht so viel Fläche, wo man sagt, man könnte hier eine Präsentation machen. Das ist ein bisschen anders wie zu King of Retail. Ja, und da daneben dann eben halt einen zweiten rausnehmen und da daneben dann eben den Zweier. So. Dann können wir die da unten reinstellen. Na, das ist wenigstens dann schön aufgehoben. So, Gaming-PC Nummer 1. Ja, ich dachte mir schon, dass die ungefähr so groß sind. Ich müsste nur mal schauen, passen da drei Stück nebeneinander? Ich denke ja. Ich denke, drei Stück gehen. Drei Stück von dem einen, drei Stück von dem anderen. So. Die Kartons sind halt relativ groß, ne? Das ist wieder so eine Sache. Wenn ich jetzt da unten was reinstelle, dann würde ich wahrscheinlich die Kartons nach außen bringen. In mein Außenlager. So. Eins, zwei, drei. Halt, warte mal, dass ich das gescheit sehe. Dass der auch gerade steht. Ja, da bin ich schon manchmal ein wenig zu fummelig, ne? Manchmal. Eigentlich immer. Ich bin immer am Rumklopfen auf der Tastatur, dass ich noch einen Millimeter und noch einen Millimeter. Okay. Also wir haben auf jeden Fall genug Platz. Das ist ja schon mal gut. Braucht man das auch nicht zu quetschen. Dann kann man das ja ein wenig lockerer stellen. Und dann kann man hinterher auch noch mal einen hier mit reinquetschen. Sollte der in der Mitte weg sein. Ja, doch. Das ist gut. So, alles andere ist verräumt. Aufgefüllt habe ich schon so weit, wie es ging. Handtücher zum Beispiel. Da hinten habe ich ja nichts mehr zum Auffüllen da. So, aber ich sehe gerade, dass hier wieder was fehlt. Ich werde wahrscheinlich das Fach hier komplett mit Detergent voll machen. Aber ich sehe schon, Seife fehlt ganz viel, Schwämme, also im Grunde dieses ganze Zeug hier, das lasse ich jetzt mal. Dann würde ich sagen, ich trinke mal was. Also Respekt an diejenigen, die das schaffen, dass die Gesundheit noch nie nach unten ging und immer rechtzeitig essen und trinken. Also ich schaff's nicht. Ich weiß nicht warum, ich schaff's nicht. Ich bin so konzentriert und oft, dass ich die Einblendung auf der linken Seite nicht sehe. Und normalerweise sollte das einem sofort ins Auge springen, weil das ist jetzt nicht gerade unauffällig. Ich warte jetzt mal ab, ob ich das... Ne, das mit der Blase, ob ich das rechtzeitig sehe oder wann ich sehe. Bin ich mal gespannt. So, wir gehen einmal hier ins Warehouse. Schwupp. Und kaufen, kaufen, kaufen. La 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 la. Nein, nein, nein. Das nicht. Zahnpasta. Da nehmen wir gleich zwei. Da nehme ich zwei, da nehme ich zwei, einen, da kann ich zwei nehmen, nein, nein, Detergent nehme ich einen,
Habe ich jetzt gar nicht nachgeschaut wegen den Batterien. Die brauchen wir auf jeden Fall. Die brauchen wir. Die hier. Die hier. Und das da. So. Gut, wie spät ist jetzt eigentlich? 19 Uhr schon wieder. Wahnsinn. Shampoo, das war hier. Das war das Shampoo. Shampoo. Sag ich doch, das ist das da. Dann der Air Freshener, der ist da oben. Können wir damit draufstellen. Leather Care ist auch da. Dann haben wir die Soap, die ist auch da oben. Und das Kids Shampoo steht eigentlich auch nicht weit weg. Das steht ja gleich da. So. Herr Eule stelle ich dann gleich mal dahin. Wir haben das Shampoo. Warum stelle ich jetzt eigentlich schon wieder die Kartons genau an die Stelle, wo ich eigentlich dann noch hin muss, ne? Detergent. Der Glasreiniger ist ja hier. Dann haben wir nochmal Soap. Gut. Ist echt immer viel, was ich kaufe. Aber ich denke, das geht jedem so, ne? Die Zahnpasta. Der Schwamm gehört ja dahin, aber ist mir jetzt egal. Toothbrush. Glasreiniger. Hey, das wurde tatsächlich eins von den Aircondition-Dingsbums da verkauft. Wahnsinn. Man, ich bekomm's halt immer nicht mit, ne? Das ist klar. Da müsste ich jedes Mal auf die Liste schauen. Ich weiß nicht, ob ihr die immer wieder nachkontrolliert. So. Haben wir nochmal den Air Freshener. Wir haben Lederpflege. Das Body Oil. Warte mal, Body Oil, das bist du? Nee. Doch, Body Oil, das bist du. Der Schwamm nochmal. Und Haaröl. Oh. Dann haben wir noch den Toilet Cleaner. Der ist dann da unten. So, und ihr müsst alle reinpassen jetzt. Check. Und noch zwei. Ah ja, Kassierer ist weg, der letzte Kunde kommt. Wir haben schon wieder 1071. Ja, ist ja wieder ein bisschen Umsatz geflossen. Das Shampoo, das ist ja das da oben. Ja, komm, da kommst du schon hin irgendwie. Von vorne sieht man es natürlich besser, na, ist klar. Achso, das war schon. Das Kids Shampoo. Das ist eigentlich in der Dreierbreite hier. Deswegen stelle ich die jetzt mal dahin. Jawohl, dann haben wir Soap hier oben. Ja, das sollten eigentlich noch zwei Flaschen hingehen. Ne? Aber gut, muss ich jetzt halt nicht unbedingt irgendwo draufkrabbeln. Da ist jetzt ja gerade genug Platz. So.
Passt. Lederpflege können wir auch alle raustun. Manche Sachen habe ich ja zweimal gekauft, habt ihr ja gehört. Kriege ich dich dahinter? Ja. Es ist nice, wenn gerade die teuersten sagen, warte mal, wo ist denn noch die andere Lederpflege? Glass Cleaner, Detergent, Leather Care. Tun wir die gleich rein alle. Da könnte ich doch... Nee, das ist der Glasreiniger. Zack. Und zack. Aber ich war schon auf jeden Fall erstaunt, als ich jetzt heute das Spiel angefangen habe. Und kurz vorher habe ich dann durchgelesen, das mit dem Update. Dachte mir, hä, haben sie das jetzt doch schon rein oder was ist los? Und bin dann direkt hingefahren und war echt ganz überrascht, als ich das gesehen habe, dass diese Dekoartikel schon so weit sind. Wobei Dekoartikel, da habe ich mir ein bisschen was anderes erhofft. Da habe ich mir eher sowas erhofft wie Schilder über den Wagen und so weiter. Aber nee, es sind Laternen und Sitzbänke für den Außenbereich. Naja. Aber schlecht finden tue ich es nicht. Also ich habe halt nur was anderes erwartet. Am besten ist, glaube ich, immer bei solchen Updates am besten auf gar nichts erwarten und ja, dann sich freuen über das, was dann halt da ist. So, check. So, ich muss die Zahnpasta ein bisschen zusammenrutschen. Von den Zahnbürsten ist aber auch nichts weg, ne? Na komm jetzt. Oh, manchmal, ne? Komm. Bitte. Ja, ganz egal, wie es jetzt liegt. Oder ist da irgendwas weg? Auffallen tut es mir jetzt nicht. Toothbrush. Habe ich die so weit auseinander? Nee, ich habe da glaube ich schon drei Reihen gemacht, ne? So. Ich glaube, Pitti war das, die geschrieben hat, bei ihr sind die Coffee Machines auf der Liste mal aufgetaucht von den Sachen, die nicht vorrätig sind, obwohl sie die genauso dastehen hat wie ich im Grunde, also hier im Laden halt. Ganz seltsam, ich denke mal, das ist ein Bug, den die hoffentlich auch noch beseitigen werden. Weil das ist natürlich, ich stelle mir sowas auch als Deko nur rein, ne? Das ist mir egal, aber... Man hat ja eigentlich das Ziel, das Zeug zu verkaufen, ne? So, wir haben nochmal Soap. Platz haben wir in dem Regal, also packen wir die einfach da daneben. Komm, ich krieg dich davor, ich krieg dich davor. Yes. Air Freshener. Da kriegen wir ja auf jeden Fall die 5 Dosen noch hin. Aber es ist immer schön, wenn man ein Regal plötzlich voll hat. Oder halt bei einem Artikel wirklich voll hat und sich denkt, jawohl, passt. Sample. Ja, müsste ich eigentlich alle hinkriegen. Ich muss aber wahrscheinlich nur ein bisschen auf den Karton steigen, dann doch. Oh nee, nicht einmal. Yes, cool. Dann kriege ich die zwei da locker hin. Passt. So, dann haben wir nochmal Glas Cleaner. Der müsste auf jeden Fall auch reingehen. Yo, easy. Easy funzt das. Detergent, habe ich ja gesagt, da mache ich da unten voll.
Es ist halt, also ich denke, dass es immer ein bisschen tagesmäßig abhängig ist. Manchmal hast du Artikel, die total schnell weggehen und am nächsten Tag werden sie gar nicht angefasst. Das scheint irgendwie immer ein bisschen anders zu sein. Jeder Tag ist neu. So. Passt. Und wir haben fast alles schon verräumt. Das Hair Oil, genau, das sind die kleinen, die kriege ich auf jeden Fall unter. Da habe ich, glaube ich, 3 nebeneinander gemacht. Ups. Ich wollte jetzt nicht die Kartons besteigen. Okay. Wie viel kriegen wir denn da rein? Kriege ich dich da hinten rein? Na komm, es leuchtet immer wieder mal auf. Ja. Also eine kriegen wir auf jeden Fall dann dahin. Dahin. Und die anderen 3 kriegen wir dann noch hier voreinander. Oh, die Zahnbürsten, die verschwinden da halt echt in dem Regal, ne? The Sponge. Die müssen auch die Hitbox ein wenig verändert haben, sprich inwiefern die Artikel nebeneinander gehen. Also die müssen das ein bisschen angepasst haben, so dass man die Sachen ein bisschen enger aneinander stellen kann, weil es anscheinend von manchen gewünscht wurde. Ich fand es jetzt bis jetzt fand ich es noch nicht so schlimm. Nur bei den Kartoffeln hat es mich gewundert, dass die so weit auseinander liegen, aber da hat sich nichts geändert. So. 3 Stück würden rein theoretisch noch hinpassen, ne? Das Hair Oil, das kann ich auf jeden Fall noch raustun. Ach komm. Passt. So. Und da haben wir nochmal Schwämme, die gehen auch hin. Ich habe jetzt schon gedacht, ich drehe falsch an. Hätte ich auch erst einmal den hinlegen können, hätte ich es auf jeden Fall gesehen. So, das Zebra muss natürlich da auch wieder weg. Das habe ich nur hin, weil ich es wieder aus Versehen ausgepackt habe. Ja, was heißt aus Versehen? Ich wollte halt den Karton da hinten weg haben, ne? So, dann können wir das da hinten noch hinstellen. Passt. So, da ist alles aufgeräumt, ist alles verräumt. Was ich mit dem Tisch mache, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Ich habe schon überlegt, ob ich nicht hier in die Mitte das ein wenig anders mache, dass ich wirklich sage, ich stelle dann die Tische vielleicht daher. Ich richte mich jetzt mal da nach. Ja, was ich gemerkt habe, ist, dass es hier die Wände hier verschoben hat irgendwie. Ich habe hier so eine komische Kante drin und ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt die selber reingemacht habe oder ob das erst irgendwie mit dem Update dann kam. Da bin ich mir nicht so sicher. Auch ich glaube, da hinten glaube ich auch, ne? Nee, das könnte ich schon gewesen sein, aber die Kante da vorne, die kam mir etwas seltsam vor. So, jetzt ist es mir aufgefallen, dass da Bladder Full steht. Ich weiß nicht, seit wann das da steht. Das muss ich gleich mal nachschauen, dann bei der Aufnahme. So, wer pinkeln geht, muss auch duschen und dann werde ich gleich essen. Ich schaue es gar nicht drauf. Das wird dann schon passen. Gut, Leute, wenn euch der Part heute gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Like da, lasst mal Kommentare da und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Ciao, ciao!